Hallo und herzlich willkommen. Das gibt's doch gar nicht. Da kam erst gerade die Kreuzworträtselrunde und jetzt haut er gleich noch ein Video raus. Ich wünsche einen schönen guten Tag an alle Pokémon-Trainer da draußen, die gerade zuschauen. Und ja, es ist soweit. Beziehungsweise für mich ist es heute soweit. Heute ist eigentlich ein Tag vor dem Release, aber ja, mit den richtigen Connections, sprich mit Läden, die sowas einfach früher raushauen, kommt man schon an so eine Kopie ran, an so ein Exemplar meine ich. Und ja, das werde ich heute dann mal spielen. Vorher muss ich es aber leider noch irgendwie aus seiner Hülle befreien. Wie mache ich das jetzt am besten? Ah! So. Kleinen Moment, so, Unpacking-Video abgeschlossen. Nein, Moment, noch nicht ganz. So, wir gucken, Spiel ist drin irgendwo. Ja. Ach ja, und eine Promo zu zwei Spielen, die mich überhaupt nicht interessieren. Und, oh, das Pokémon-Sammelkartenspiel. Schön, schön. Was gibt's denn hier? Aha. Aha. Was haben wir denn hier? Oh, das muss ich jetzt mal vorlesen. Wenn du Spieldaten von Pokémon Schwert oder Schild auf deiner Konsole der Nintendo Switch Familie hast, erhältst du das Kleidungsset Shaymin in Pokémon Legenden Arceus. Außerdem kannst du dich an einer Forschungsmission versuchen, die es dir ermöglicht, deinem Team das mysteriöse Pokémon Shaymin hinzuzufügen. Ach, guck mal einer an. Und dasselbe gibt's dann auch nochmal mit Darkrai, wenn man Diamond und Pearl, Shining Pearl und Brilliant Diamond, irgendeinen Spielstand davon hat. Guck an, ist ja geil, ist ja geil. Jetzt haben die mich gespoilert, das ist unfair. Und jetzt habe ich euch gespoilert, es tut mir so leid. Aber, ja, trotzdem, dieses schöne Spielchen hier werde ich jetzt in meine Switch einlegen. Und dann, ja, kann es auch gleich schon losgehen. Oh, ich mache schnell nochmal die Musik aus, das passt nämlich gerade super. So, dann haben wir hier die Switch, kommt die Karte mit rein. Hier für alle, die sagen, ich wäre ein verdammter Pirat oder sowas. Nein, 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 alles ehrlich, ganz alles echt, alles cool. So, alles da rein und schon ploppt das Spiel bei mir hier. So. Keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand sagen würde, aber ich wollte euch zeigen, es gibt das in echt, das ist heute schon da, das ist bei mir und wahrscheinlich haben es auch die einige andere Leute auch schon abgegriffen, vielleicht sogar gestern schon. Jedenfalls, ja, starten wir es mal an und das wusste ich nicht. Aber gut, von mir aus gibt's halt ein Update, ist mir doch egal. Puh. Ich kann warten, dauert ja nicht lange. Sowas fand ich früher besser. Früher, als es noch so gute alte Konsolen gab, da gab's das noch nicht. Gemeinsam sind wir stark. Ist ein Multiplayer-Sale oder so? Ich will das gern wissen. Ich würde das gern so wissen. Aber jetzt habe ich keine Zeit dafür. Nein, ich muss Pokémon. Ich will es doch nur starten! Ah, meine Fresse. So, ich muss übrigens mal gucken, habe ich auch den richtigen Audioeingang? Nicht, dass wir jetzt gerade gleich keinen Sound haben. Sieht eigentlich soweit gut aus. Wo ist das Problem dabei? Erweiterte Audioeigenschaften. Dip, 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 dip. Ich klicke mal ein bisschen rum und gucke, ob ich... Das sieht nicht so aus, als hätte ich Audio. Aber gut, es lädt sowieso gerade ein Update runter. Da kann ich mich darum kümmern. Wo ist das Problem an der ganzen Sache? Wo kommt mein Ton her? Schauen wir mal. Ist das der richtige? Nein, ist er nicht. Ich habe ein falsches Gerät ausgewählt, deswegen war ich wahrscheinlich gerade doppelt zu hören. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt will ich doch eigentlich nur spielen und dann... Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Audio, Audio, Audio. Nur Audio aufnehmen. Ich glaube, ich bin gleich nochmal da, denn ich will wissen... ob ich das Ganze auch bekomme, beziehungsweise ich werde das anders machen. Ich werde das Audio nicht aufnehmen
und werde mir das einspeisen in mein eigenes Audio. Machen wir es doch mal so. Ja, hier Tech-Support für mich selber mache ich gerade. So. Ah. Da. So, dann wollen wir das abhören. Ja, will ich. Klick. Und jetzt höre ich was. Und ihr hört es auch. Das ist ja wunderschön. Ja. Ist nur die Frage, wie laut wird das Ganze sein? Ah, ich werde es gegebenenfalls nochmal nachstellen irgendwann. Kling. So. Wir haben es geschafft. Es ist, glaube ich, Ton da. Ich weiß nicht, ob jetzt Doppelton ist. Deswegen werde ich mal alle anderen Audiogeräte, die ich nicht brauche, abstellen. So. Das ist wunderschön. Jetzt müsste eigentlich alles funktionieren. Und wenn nicht, dann sind das wieder technische Probleme und ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. So, in welcher Sprache spielen wir es denn? Das geht ja mal richtig gut los. Ich habe gerade eine Fehleingabe auf meinem neuen Pro-Controller gemacht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wenn er in den nächsten 3 Tagen Drift aufweist, dann geht er wieder zurück. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Espanol wäre doch schön. Dann lernen wir ein wenig Espanol in Le Pokémon. Nee, La Pokémon La Edición. Oder. Ist es El Edición oder La Edición? Ich glaube La Edición. Ich glaube, Sachen, die auf Sion enden, sind weiblich. Muss nicht sein. Kann gelogen sein. Aber nein, wir spielen es natürlich auf Deutsch. So. So. Dein Spielfortschritt wird automatisch gespeichert, wenn Speichervorgang angezeigt wird. Dankeschön, Dankeschön, danke für diese Info. Bedrohliche Musik. Also Geräusche. Ich nenne es Geräusche. Du befindest dich hier in meinem Reich, jenem Ort, einem Ort jenseits von Raum und Zeit, jenem Ort jenseits von Raum und Zeit, denn es kann nur einen geben. Ich glaube, ich mache mal gerade meine. Warte mal, wie rum muss ich das jetzt drehen? Wenn ich das aufdrehen will, dann will ich das, ich will das ja runterdrehen. So, jetzt kann ich hier etwas lauter reden. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob vermutlich ist das Arceus. Ich möchte euch gleich mal vorweg sagen, ich werde es jetzt immer Arceus nennen, denn es gibt keine offizielle Aussprache, die irgendwie besonders hervorgehoben ist. Es wurde in Promomaterial schon alles Mögliche benutzt. Arceus, 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 was weiß ich. Deswegen, ich bin der Meinung, niemand kann mir nachweisen, dass Arceus falsch ist. Also nenne ich es Arceus. So, ich glaube, das macht es einfacher für uns alle, weil ich verhaspel mich immer, wenn ich überlege, wie soll ich das jetzt aussprechen? Das ist ja auch egal. So, jedenfalls, ich glaube, es hat nicht so eine Stimme, aber ich spreche es so. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Ja, siehst du, er sagt's auch. Er sagt's selber. Er sagt selber, er heißt so. Also dementsprechend heißt er jetzt so. Lass mich dein Gesicht sehen. Nun, gerne. Wie sehe ich denn aus? Also ich bin definitiv wieder Hildegard. Ich bin der Meinung, was gerade passiert ist, wir reden hier mit Gott. Gegebenenfalls werden wir ja dann in die Pokémon-Welt geschickt und ich glaube, wir sind sozusagen dann sowas wie der Gesandte Gottes. Also eigentlich wären wir ein langhaariger Typ mit Sandalen und einem weißen, wie nennt man das nochmal, Mantelkutte, was auch immer. Da wir aber keinen, also eigentlich, ich glaube, wenn es danach geht, dass wir Jesus sind, dann würde wahrscheinlich hier irgendwas in der Richtung passen. Naja, dann nehmen wir doch mal die Schwarzhaarige hier. Wobei, also ich hänge auch der Theorie an, Jesus wird wahrscheinlich nicht so hell gewesen sein. Jetzt ist halt die Frage, wie wenig hell war er denn?
Aber das ist eine andere, das ist eine Religionsfrage und ehrlich gesagt, ich könnte Religionen beleidigen in noch größeren Maßen, aber ich würde es mir jetzt aufheben. Also ich würde jetzt einfach mal irgendwas nehmen, was überhaupt nicht wie Jesus aussieht, wahrscheinlich. Also ich nehme einfach mal die hier. Sprich, wie lautet dein Name? Ja, wie lautet mein Name? Natürlich, der Standardname, den ich in Pokémon immer nehme, wenn mir die Anzahl der Buchstaben zur Verfügung steht. Hildegard. So. Übrigens, Kurzform davon, beziehungsweise die kürzere Form, wenn mir nicht so viele Buchstaben zur Verfügung stehen, manche werden es wissen, Helga. Mit Hell, wie mit Doppel-L, wie Hölle. So, Hildegard, ja, Hildegard, gern. Sehr gern. Wohlan, nein, ich heiße nicht Wohlan, ich heiße Hildegard. Nein, wohlan, Hildegard. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Pokémon! So what? Hildegard. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich dich mich dir erneut zeigen. So, also, heißt das, unser Auftrag ist jetzt, sozusagen, also, will uns Gott damit sagen, hier, begutachte meine Schöpfungen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, man stelle sich vor, ein kleines Kind hat was Schönes gemacht und sagt, guck mal, was ich gemacht habe, Das hat Arceus gerade uns sozusagen gesagt. Ja. Gott ist eigentlich ein kleines Kind, das gerne seine Schöpfung zeigen möchte. Nein, wahrscheinlich ist es ein bisschen anders. Wahrscheinlich ist es so hier, sieh mal diese ganzen Pokémon und die sind alle nicht gefährlich. Die können dich gegebenenfalls verletzen, aber die sind nicht gefährlich. Nein. Die sind eigentlich alle nur lieb und es gibt kein Pokémon, das in irgendeiner Weise fälschlich geschöpft wurde. Und da sind wir, die Hildegard. In einem Hauch von nichts. Oh nein, unser Smartphone! Ah. Unser Pi-Phone oder Pi-Phone? Pi für Pokémon? Oh. Boah, geil. Es gibt uns unser Telefon zurück. Pokémon-Legenden. Arceus. Ja, und wenn jemanden das irgendwie stören sollte, dass ich Arceus sage, tut mir leid, also dann, ja, dann wird das wahrscheinlich nichts für euch sein. Übrigens, dieses ganze Video ist eine Vorbereitung auf darauf, dass ich das Spiel auch streame. Ich habe nur keinen Bock, die beim Stream erstmal mit haufenweise, ja, sowas hier anzufangen, mit so Intro-Zeug. Hallo! Wach auf! Wach auf! Diese Pokémon haben mit mir gesprochen! Lebst du noch? Oh, das waren nicht die Pokémon, die mit mir gesprochen haben. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wer sind sie? Was wollen sie von mir? Und, was machen sie da gerade mit ihrer Hand? Nein, was machen sie da mit ihrem Bommel? Der hat einen Bommel auf dem Kopf. Wieso hat er einen Bommel auf dem Kopf? Wir sind hier an einem Strand. Es sieht nicht kalt aus oder so. Aber er hat eine Bommelmütze. Also auf jeden Fall
Wer sind sie und wo bin ich hier? Das ist fies. Das Spiel gibt einem zwei Fragen, die ich gerne beide stellen würde. Ich hoffe, es gibt mir die Gelegenheit, die andere auch noch zu stellen. Das hier ist der Strand des Aufbruchs. Hat der Schock durch den Fall etwa dein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Aber davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Vielleicht? Verstehe, du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Weißt du denn wenigstens... Quatsch, das hat er ja schon gesagt. Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Nein. Oh, sie ist so süß. Oh dear! Du kennst hier also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst? Wie wär's denn bei mir? Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Irgendwie wird's schon gehen. Ist schon zigmal passiert. Huch. Also schön. Ich kann jemanden in Not einfach nicht einfach im Stich lassen. Bautz! Feuri! Wie macht das doch mal? Feurige! Oh Gott, ich komm gar nicht so hoch. Atata! Ich habe keine Ahnung, wie Otaro macht. Ich kenne auch aus den ersten zwei Pokémon-Anime-Generationen so ungefähr die Stimmen. Also ich weiß noch, Knorfensa. Nee, nicht ganz so nasal. Das war fast schon eher Anton-mäßig. Anton! Ja, Anton geht. Anton geht. Ich weiß noch aus dem Pokémon-Puzzle-League-Spiel. Ultrigaria! Das Pokémon-Puzzle-League-Spiel ist schon deswegen genial. Weil da die Pokémon noch wirklich mit ihren Anime-Stimmen vertont sind. Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenen Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Natürlich, weiß doch jeder. Ein Glück, du bist zwar vom Himmel gefallen, aber nicht auf den Kopf. Aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Ja, ich weiß sogar, wie sie heißen und wie sie sich entwickeln und bla und blub. Und wie lautet dein Name? So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich habe dieses Spiel schon ein wenig gespielt. Anspielen dürfen, sagen wir mal. Und ich weiß, was jetzt halt kommt. Man sagt ihm seinen Namen und er würde sozusagen darauf antworten, ach, das ist ja ein komischer Name, den habe ich ja noch nie gehört. Ich habe das Ganze mal ausprobiert und mich selber so nach ihm benannt und der gleiche Satz, genau derselbe Satz kommt. Ich finde das gerade ein bisschen, also ich finde das witzig, wenn man sich hier nach dem Professor benennt oder nach irgendjemandem, den er wirklich kennt und er sagt, den Namen habe ich ja noch nie gehört, der ist ja komisch oder ist ein schöner Name oder sowas, aber ich habe den noch nie gehört. Das ist, hätte man besser durchdenken können. Man hätte wenn bestimmte Namen kommen, hätte man hier extra Dialog einbauen können. Und wie lautet dein Name? Aha, du heißt also Hildegard. So einen Namen habe ich noch nie gehört, aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Ja, hat er. Und genau das würde er sagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Laven oder Laven oder sowas, ich glaube Laven werde ich ihn aussprechen, genannt hätte. Er hätte genau dasselbe gesagt. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Laven. Ich bin Pokémon-Professor. Ja, und das wäre halt so eine richtig bescheuerte Situation, wenn man sich selber so benennen würde wie er und er sagt trotzdem dasselbe. Laven? Habe ich noch nie gehört, aber hat bestimmt eine tolle Bedeutung. Mein Name ist übrigens auch Laven. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel den dreien hier... Hey, rennt doch nicht weg! Oh no,
Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Wartet auf mich! Jo, so. Wir sind hier also am Strand und ich hätte fast vergessen, ich kann mir das Ganze ja auch auf dem großen Bildschirm angucken. Und das tue ich jetzt auch. So. Wie sieht der Input-Lag aus? Input-Lag ist super. Ich gucke jetzt einfach mal so ein bisschen über die Kamera. So. Klingelingeling. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Es könnte ein Handy sein. Oder ein winziges A-Pad. A für Arceus. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Elektrizität. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Ich wäre ja der Meinung, Smartceus oder Smarceus wäre cooler gewesen als Arceus-Phone. Oder Smarceus? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Bis auf die Bäume hier, die sind nicht schön. Gleich vorneweg, ich finde, dieses Spiel ist grafisch nicht das, was die Switch hergeben kann. Also beispielsweise Breath of the Wild sah breathtaking aus und was gab's noch so? Es gab noch ein paar andere Spiele, wo ich sagen würde, also zum Beispiel Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl, so sehr ich sie auch als schlechten Cash Grab bezeichnen würde, würde ich sagen, sind sie grafisch zumindest echt in Ordnung. Also über den Chibi-Look kann man streiten, aber was man da so an Grafik Sachen mit reingepackt hat, teilweise Spiegelungen und sowas, das ist schön gewesen, wobei ich würde ein Spiel nicht an seiner Grafik messen, sondern eher an seinem Inhalt. Und das ist jetzt so ein kleiner Exkurs in die Welt der anderen Pokémon-Edition. Ich persönlich finde Brilliant Diamond, Shining Pearl einfach ist zu wenig, um es als Remake zu rechtfertigen. Das kann jeder sehen, wie er will. Manche mögen es vielleicht, manche haben vielleicht auch die DS-Version gar nicht gespielt. Ich habe und tatsächlich, ich hätte mir mehr gewünscht, dass es zumindest mehr wie Pokémon Platin gewesen wäre und nicht tatsächlich wie Diamant und Perle. Aber darum geht's jetzt nicht. Hier geht's erstmal um Pokémon Arceus und dann gucken wir mal. Schon wieder daneben. Ah, meine neue Freundin aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokebälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Ja, mach mal. Das ist Bautz. Bautz, Bautz, Bautz. Keine Ahnung, wie Bautz macht. Bautz kann wie Pflanzen Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Aber es sieht so süß aus. Es ist so süß. Es ist so niedlich. Bautz. Fei, Riegel, fei. Wie gesagt, ich komme nicht mehr so hoch. Seit gut 18 Jahren oder 19 komme ich nicht mehr so hoch mit der Stimme. Also das da drüben ist Feurigel. Die Flammen auf Feurigels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Feurigel, fei. Ich sollte es nicht versuchen. Das Pokémon beim Teich ist Otaro. Otaro treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Otata, Otata, Otata. Ich habe keine Ahnung, wie Otaro machen würde. Ich sollte vielleicht mal den Anime gucken, nur um die ganzen... Oh, das ist eine gute Idee. Einfach mal alle
alle Pokémon-Synchronisationen aus dem deutschen Anime rausfiltern und als eine Reihe. Wie sprechen Pokémon ihre Namen aus? Wie klingt das? Das wäre, glaube ich, mal gut. Glurak spricht seinen Namen üblicherweise nicht aus. Es macht einfach nur... Das weiß ich noch. Ach, na sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Als ob ich das nicht wüsste. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Du erhältst 50 Pokébälle. What the heck? Ist das so wie in Pokémon Let's Go, wo einfach mal man mit Pokébällen regelrecht zugeworfen wird? Zum Glück ohne da drin selber zu versinken. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Oh ja, Pokébälle bauen. Oh, sorry, das genügt wohl noch nicht als Erklärung. Dann hör gut her, ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Von Erwin Günther Pokéball. Nein, Poke. Einfach nur Poke. Weil Ball steckt schon drin. Erwin Günther Poke. Wenn man einen Pokéball auf ein Pokémon wirft, er hat übrigens auch die Pokémon erfunden, auch wenn er sie nicht erschaffen hat, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Ja. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Pokéball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Du sollst ja auch das Pokémon treffen und nicht das Schwarze. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokébälle auf sie wirfst. Halte die ZR-Taste gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick deine Wurfrichtung anpassen, um das Ziel zu erfassen. Es gibt sogar Gyro-Steuerung! Und ich finde die gut. Ich finde die echt gut. Manche Leute mögen die nicht. Ich finde die gut. Wenn du die ZR-Taste wieder loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, kannst du den Vorgang mit dem B-Knopf abbrechen. Im Grunde wie in Breath of the Wild, wo man dann auch B drücken kann, um keinen Pfeil abzufeuern. So, dann wollen wir uns doch mal ansehen, welches fangen wir uns zuerst. Vielleicht dürfen wir die anderen ja gar nicht dann kriegen. Ja, ich weiß schon, ob das so ist oder nicht, tatsächlich. Also so weit war ich schon im Spiel. Aber... oh ja, ich habe was vergessen. Steuerung. Nee. Einstellungen. Und siehe da, ich kann. Oh! Das war kein Treffer. Was passiert eigentlich, wenn ich... Oh ja. Sorry, das muss ich jetzt ausprobieren. Das Spiel wird einem das verzeihen, glaube ich. Oh nein, du bist ja noch schlechter im Werfen als ich. Ich habe das noch nicht probiert, aber ich will wissen, was passiert, wenn ich jetzt alle Bälle verwerfe. Ich will es einfach wissen. Es muss ja, also er muss ja mehr Bälle dabei haben. Ganz ehrlich, wenn das Game Over wäre, das wäre so lustig. So, oh nein, ich habe keine Pokébälle mehr. Was mache ich denn jetzt? Kannst du mir da helfen? Ey, tatsächlich. Ich erhalte jetzt 10 Pokébälle. Oh, verdammt. Aber ich hatte noch 50, jetzt kriege ich nur noch 10. Naja, was soll's. Oh, wonderful. Ich meine, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mir ein Naturtalent zu sein, Hildegard. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch 2 entlaufene Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Ja. Warum soll ich auch Angst vor diesen kleinen Viechern haben? Fantastic, Hildegard. Einfach fantastisch. Oh.
Vielleicht sollte ich ihn ein wenig so reden. Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon nur auch nur zu nähern. Denn ich bin Red White. Nein, das mache ich nicht. Obwohl, das passt auch, glaube ich, nicht zu ihm. Ich bin auch nicht sicher, ob diese Gumshoe-ähnliche Stimme zu ihm passt. Ich weiß nicht, wenn ich den so sehe, dann denke ich... Also, bei dem Bommel denke ich wirklich an einen geistig behinderten Typen. Tut mir leid. Nichts gegen geistig behinderte Typen, die gern Bommel tragen. Aber ich weiß nicht, warum trägt er einen Bommel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, jedenfalls... Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Aber ich würde mich zumindest dann nicht wundern, warum er kein Pokémon trifft. Guck mal, es ist so einfach. Du gehst ran und bam, fertig. Oh nein, es ist ausgebrochen. Ach ja, das passiert schon mal. Ein Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuch es einfach noch einmal. Hey. Dreh dich mal um. Ja, nein. Man kann übrigens auch schleichen in dem Spiel. Dreh dich um oder lass mich hinter dich kriechen. Ja. Nein. Du blödes Vieh. Dreh dich einfach oder lass mich halt. Boom. So, das war übrigens ein ein Überraschungsfang, wenn man so möchte. Ja, das sind so die Pro-Taktiken. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die, diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Hildegard, dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Also, keine Ahnung, ich habe schon öfter Shooter und ich habe auch Breath of the Wild gespielt und kann da mit dem Bogen umgehen. Vielleicht hat es damit zu tun gehabt, also ich weiß auch nicht, was sonst. Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Ja, ich bin die Gesandte Gottes. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Als würde es elektrisch leiten. Und deswegen kommt auch diese merkwürdige Kraft daraus. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese... Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Für Leute, die neu einschalten und sich fragen, warum ich so rot geschriebene Wörter eventuell komisch lese, ist, ich habe schon einige Spiele mit rotem Text gespielt und habe es mir dazu Aufgabe gemacht, Worte, die irgendwie in anderen Schriftfarben oder in Anführungszeichen sind, auf andere Arten und Weisen zu lesen, mit anderen Stimmen. Das ist, das ist ganz komisch, vor allem für Leute, die diese Videos geguckt haben bereits. Mir wurde schon öfter mal gesagt, dass Leute dann in irgendwelchen Büchern oder Texten, zum Beispiel in der Schule, Sachen in Anführungsstrichen in ihrem Kopf dann plötzlich mit einer anderen Stimme gelesen haben. Und ich finde das so, so herrlich lustig. Oh. Damit einen Eindruck zu hinterlassen bei Leuten, beziehungsweise einen bleibenden Schaden teilweise. Also jedenfalls, anderes Thema, weiter im Spiel. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt, daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf, mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen, ich möchte alle Pokémon fangen. Ich möchte die Weltherrschaft. Vielleicht ist er ja am Ende der Böse. Wir können uns gegenseitig helfen.
was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Also, ja. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Ja, das ist doch schön. Excellent, dann lass uns mal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Jubeldorf ist so schön. Ach so, Jubeldorf. Das war ja in Rot. So. Schöne Grüße an Wolfram von Wolfram und Wolfram. Also ich weiß, die Leute, die mich schon öfter geschaut haben, die wissen, was damit anzufangen, wenn ich solche komischen Stimmen auspacke. Alle anderen, die sich davon genervt fühlen, feel free to watch another video oder so. Ich kann es gut verstehen. Kein Problem. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Diese junge Dame hat mir meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf einladen. Die lassen aber auch jeden rein. Aber sie hat so ein schönes T-Shirt an. Also dafür verstehe ich das. Das ist Jubeldorf. Der Vorgänger von Jubelstadt. Hier geht es lang. Bitte folge mir. Okay. Es ist der Galaktik-Expedition zu verdanken, dass wir blablabla. Wir befinden uns gerade auf der Fledstraße. Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Uns fehlen noch viele helfende Hände. Aber schöne Häuser haben die dann schon bisher. Da wir nur wenig über die Pokémon hier wissen. Verdammt, jetzt habe ich das Gebäude, das dort am Ende der Straße emporragt, ist der Galaktik-Hauptsitz. Ja, ja. Okay. Huch, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenen Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Hot Stuff? Also ich fände das witzig, wenn das Hot Stuff im Englischen heißen würde. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Drücke den Minusknopf, um die Karte auf deinem Arceus-Phone aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen nächsten Zielen und Informationen zu deinen Missionen. Die Wegweiser zu deinen Zielen werden auch angezeigt, wenn du unterwegs bist. Solltest du einmal unsicher sein, wo es als nächstes hingeht, musst du in der Umgebung einfach nach einem Zielort-Symbol Ausschau halten. Oh, das ist schwer, da wieder reinzukommen. Also bei Professor Layton und Phoenix Wright Ace Attorney und sowas, da habe ich das ständig gemacht. Jetzt muss ich erstmal das wieder hinbekommen, das so zu lesen. Ist ja grässlich. Nein, ist gut. Was ist seine Bartfarbe? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Sag mal, ist das... Also, ich frage mich wirklich... Das, was da hinten rausragt, das sind Haare. Grüne Haare. Das, was da auf seiner Oberlippe klebt, das könnte genauso gut ein Pflaster in grün sein. Aber das, was da dann so runterkommt, hier diese... Nennen wir es mal Koteletten? Oder es könnte auch ein Band sein. Ich bin mir nicht sicher... Ist das seine Haarfarbe oder ist das irgendetwas komisches anderes? Weil er hat ja auch einen grauen Bart vorne dran. Er hat irgendwie irgendwas an dem... Makes me feel uneasy. Was auch immer. Also, es kommt mir irgendwie irgendwas komisch vor an ihm. Naja. Und jetzt tschüss. Du kriegst hier nichts. Was bist du denn für eine... Und was für seltsame Gewänder du trägst. Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du von Pokémon angegriffen wirst.
Da du ins Dorf gelangt bist, muss dir jemand die Erlaubnis dazu erteilt haben. Kennst du vielleicht Professor Lavenne? Er ist aus einer fernen Region angereist. Allerdings ist nicht viel Verlass auf ihn. Seine Pokémon laufen ihm ständig davon. Erst vor kurzem sind schon wieder 3 ausgebüxt. Ich hätte sie ja eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock getroffen hatte. Donnerschock. Ey, ganz ehrlich, Ash Ketchum hat schon zigmal Flammenwurf abgekriegt. Das ist viel schlimmer als Donnerschock. Und der hat bestimmt auch einige Male Donnerblitz schon gesehen, gehabt oder was auch immer. Und der ist nicht so eine Memme. Es ist genau wie Lumius, es ist genau wie Lumius gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Huch! Aber mach dir keine Sorgen. Hildegard hier wird uns ab jetzt helfen. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in den Forschungstrupp aufnehmen? Das ist unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Ich gestatte es. Huch! Sofern sie über die notwendigen Fähigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Ich habe von Professor Lavenne gehört, wie du die entlaufenen Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Die Stelle, die jetzt kommt, ist genial. Also kannst du auch wie eine Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. So, wir sind also in einer Zeit angekommen, in der Kinderarbeit noch legal war. Oder zumindest Kinderarbeit mit 15 keine Kinderarbeit mehr war. Stell dir mal vor, da wärst du als 10-jähriges Kind hingekommen. Ja, du kannst auch als Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Sobald du 10 wirst, kriegst du ein Pokémon und dann musst du selbst für dich sorgen. Nein, hier ist es 15. Doch du solltest wissen, dass wir eine Fremde wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandantin. Möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Also ganz ehrlich, so wie sie aussieht, könnte sie irgendwann der Bösewicht sein. Also Lavenne könnte der Bösewicht sein, sie könnte der Bösewicht sein. Lumius, Nee, der könnte nicht der böse Wicht sein. Selbst dieser Wachtyp da hinten im Hintergrund, der könnte, also hier, da drüben, selbst der könnte der Bösewicht sein, aber Lumius sieht jetzt nicht so aus. Ich glaube, der ist dafür zu unfähig. Oder er stellt sich bloß so. Oh dear, eigenbrötlerisch wie eh und je. Also dann, alles Weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo, Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen, bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Ja. Professor Lavenne, wo haben Sie diese Fremde überhaupt aufgetrieben? Nun, sie ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raumzeitgefüge. Meinen Sie das ernst? Ich bin Wissenschaftler. Deswegen stimmt das. Es ist unerklärlich, aber es stimmt. Sie ist aus diesem Loch gefallen. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten und Fakt ist... Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall. Auf Wiesen, in Wäldern, im Meer. Und die Mission des Forschungstrupps besteht darin herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht.
Und hier kommt Hildegard ins Spiel. Ihr ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. Ey, ich werde euch noch so richtig krasse Sachen zeigen, was ich hintereinander alles einfangen kann. That's incredible! Einfach unglaublich! Ich muss die ganze Zeit an Red White denken, aber ich weiß, die Stimme würde noch weniger zu ihm passen. Wonderful, Mr. Lawyer. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen starten. 3 Pokémon, das ist nicht ohne. Wir tun uns schon schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von wilden Pokémon angegriffen werden. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unsere Freundin hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihr möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Oh, wir haben hier einen Rassisten. Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Hildegard. Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ich frag mich, gibt es wirklich ein Rezept für Kartoffelmochi? Das wäre ja mal was. Das würde ich mal ausprobieren. Ah, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was, wenn Hildegard die Prüfung nicht besteht? Dann kann sie dem Forschungstrupp nicht beitreten. Bei ihrem Können mache ich mir keine Sorgen. Hildegard wird ganz sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten recht. Hildegard war dein Name? Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Wenn du auch möchtest, in meinem. Nein. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Oh, nur wenn's weiter nichts ist. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Kommandantin Celestis ist so unerbitterlich wie die Hisui-Region. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, meine Freundin aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Und ich gehe dann mal. Ruh dich gut aus. Ein Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles in der Welt bist du bloß? Du hast ja keine Ahnung. Geh in das Zimmer bei den Quartieren des Forschungstrupps, das dir zugeteilt wurde. Ja, ganz ehrlich, ich wünschte mir mal, es gäbe ein Pokémon-Spiel, bei dem man wirklich alles unterwerfen müsste. Also bei dem man selber der Böse ist. Und ja, das Hauptziel ist eigentlich, alle Hürden aus dem Weg zu räumen. Also sowas wie, keine Ahnung, Pokémon Legends Giovanni. Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmt etliche Items unterbringen kannst. Cool. In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Nein, so geht das mit Deckeln. Und ich habe das all die Jahre nicht gewusst. Die Forschungsfibel. Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst, um unter Hilfe jederzeit darauf zuzugreifen. Die Serena-Stimme kommt nicht so gut zu tragen, wenn man keine S-Laute drin hat. Sie lispelt nämlich. Und das ist völlig in Ordnung. Tipps für Mitglieder. Denkt immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Speichern. Im Spielmenü kannst du deinen bisherigen Spielfortschritt speichern. Wenn du die Funktion automatisches Speichern
Ich finde das so schön, das wieder zu tun. Aktivierst, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Du kannst sie im Spielmenü unter Hilfe und dann Einstellungen ein- und ausschalten. So, was haben wir hier noch? Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten, nicht aber zum Kochen. In diesem Schrank lässt sich Wechselkleidung verstauen. Er ist solide gebaut. Ich will aber keine Wechselkleidung. Ich will diese Kleidung behalten. Naja, vielleicht ein paar Schuhe wären nicht schlecht. Warum habe ich denn keine Schuhe? So, was haben wir denn hier? Verhaltenskodex. Erstens, jeder wird höflich und freundlich. Nein, wir reden nicht über die Galaktik-Expedition. Zweite Regel der Galaktik-Expedition. Wir reden nicht über die Galaktik-Edition. Nee, wir verlieren kein Wort über die... Ach, ist ja auch egal. Jeder wird höflich und freundlich behandelt. Zweitens, Vorgesetzten wird Respekt gezollt. Drittens, eigene Vorlieben werden hinten angestellt. Viertens, Schwächeren wird stets geholfen. Fünftens, Probleme werden ohne Umschweife bewältigt. Oh Gott. Hier sind ein paar Steine, die jemand wohl irgendwo aufgesammelt hat. Sie sind hübsch, aber nichts Besonderes. Oh. Hier steht eine Laterne. Leider kannst du sie ohne Öl nicht selbst anzünden. Wo ist das Öl? Ich will Öl. Achso, das ist der Schrank. Können wir uns schon umziehen? Nee. Hier steht ein Spiegel. Sehr schön. Ein Spiegel. Ja. Und dann ruhen wir uns doch erstmal aus. Bis zum Morgen ausruhen. Ja! Oh. Am nächsten Tag. Klopf, klopf, klopf. Hey, bist du wach? Letzte Nacht hat es ganz schön gewittert, was? Jedenfalls solltest du dich besser beeilen. Hier ist dir sicher alles fremd, aber du konntest du trotzdem gut schlafen? Na dann, auf zum Hauptsitz. Du solltest Kommandantin Celestis nicht warten lassen. Das gibt's doch nicht. So. Hallo, liebe Frau. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das Überleben ist ein täglicher Kampf. Boah. Nette Sachen. Eine neue Frisur ändert fix deine Laune und damit vielleicht auch dein Schicksal. Wenn du eine löchrige Aprikoko auf ein Pokémon wirfst, erzeugst du eine günstige Gelegenheit, um es zu fangen. Hm, du kommst mir nicht bekannt vor. Ich sag ja nur Rassisten hier. Beziehungsweise Fremdenfeinde. Hat ja nichts mit der Rasse zu tun, hat ja einfach nur damit zu tun, dass ich fremd bin. Suchst du jemanden? Boah. Und du hier, du bist der Beste von allen. In der Not schmeckt jedes Brot. Aber nur meine Kartoffelmochi kommen trotzdem, aber in meine Kartoffelmochi kommen trotzdem nur die besten Rauchknollen. Hm. Aber ist auch schön. In der Not schmeckt jedes Brot. Schöner Spruch. Ich bin erst vor kurzem nach Jubeldorf gezogen. Dank meiner Gespräche mit den anderen Bewohnern habe ich schon so viel gelernt. Ach, das ist doch schön. Wer bist du denn? Brioni. Ich weiß nicht, wie es mit Jubeldorf weitergehen soll. Uns fehlt es an den grundlegendsten Dingen und überall treiben sich so seltsame Gestalten herum. Ja, zum Beispiel hinter dir hier. Herrlich. Oh. Ob es wohl jemand schafft, so viele Pokémon zu fangen, dass nicht alle auf die Weide passen? Haha, Challenge accepted. Aber dafür muss ich ja erstmal Pokémon fangen. Trotzdem, gucken wir uns mal weiter hier ein bisschen um. Soll ich auch den Leuten einfach mal so in ihre Häuser folgen? Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mich wirklich schon mal mit jedem anfreunden, sonst wird das hier nichts.
Die Pokémon in Hisui sind angeblich wilder und dadurch auch stärker als die anderer Regionen. Ah, guck an. Am Strand des Aufbruchs treiben sich keine Pokémon herum. Dort ist alles ruhig und sicher. Schön, schön. Schön, schön. Sind die Klone? Sind die Brüder? Die sehen alle so aus. Hm. Hallo, Schwester. Bist du neu hier? Mit einem Pokémon als Partner ließe sich das Dorf bestimmt besser beschützen. Wilde Pokémon haben mich einmal ganz übel erwischt. Das Erlebnis steckt mir noch so in den Knochen, dass ich mich nicht aus dem Dorf traue. Na holla, wie siehst du denn aus? Ist dieser Kleidungsstil in anderen Regionen gerade angesagt? Bäh. Wenn du hier im Dorf bleiben willst, solltest du das Gespräch mit den Bewohnern nicht scheuen. Trotzdem, sprich mich bitte nicht an. Hey, du da! Um ein Pokémon zu fangen, musst du einen Pokéball auf es werfen, verstanden? Du dummes Stück! Also ich interpretiere in das, was die sagen, mehr rein, als es eigentlich ist, aber trotzdem. Ich mag den Gedanken, dass die alle hier so fremdenfeindlich sind. Und ich hoffe, ich kann das ändern. Ich habe das Meer überquert, um hier meine eigenen Felder bebauen zu können. Damit die Feldarbeit gelingt, muss ich dafür sorgen, dass es auf dem Acker sicher ist. Jubeldorf sieht also auch so seltsam gekleidete Gestalten wie dich an. Was? Wo kommst du denn her? Aus Berlin? Ach ja. So, oh, wir haben hier einen Kampf gerade. Mit Waffen kommt man gegen die Fangzähne und Klauen von Pokémon nicht an. Ach ja? Ich würde es ja gerne mal versuchen. Also, diese Heinis vom Forschungstrupp, was genau erforschen die denn eigentlich? Bestimmt nicht viel mehr als ihre Leibgerichte in der heißen Kost. Boah. Okay, die sind nicht nur fremdenfeindlich, die sind einfach nur feindlich. Ich bin immer wieder dankbar. Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf, daher sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Danke, Schrein. So, ich glaube, wir haben fast alles durch. Wir müssen jetzt nicht zwangsläufig alles durchgehen und auch in jedes Haus rein. Ich glaube, das wäre Hausfriedensbruch, das würde ich mal lassen. Die Galaktik-Expedition besteht aus mehreren Trupps. Es gibt da den Sicherheits-, den Bau- und den Agrartrupp, sowie noch ein paar andere. Okay. Kein Ding. So, du noch? Expeditionsleiter Denboku ist ein Kraftpaket. Gerüchten zufolge kann er mit seinen Sumo-Künsten sogar Pokémon durch die Luft schleudern. Oh ja, das würde ich gerne mal mit einem Geowatz sehen. Geowatz! Das ist der Galaktik-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Was? Halte durch. Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich glaube, ich sterbe. Ich habe meinen Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Bitte sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Nein, nein, lasst mich einfach liegen. Schaufelt mir einfach ein schönes Grab. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, könnte dir außerhalb des Dorfes der Tod drohen. Wobei, so ohne Partner-Pokémon wäre ich nicht einmal sicher, ob du die Prüfung selbst überlebst. Ich glaube, ich würde das schon schaffen. Ey, ganz ehrlich, ich bräuchte das Dorf gar nicht. Ich würde mir einfach immer Beeren sammeln, würde die essen. Hätte ein riesengroßes Heer an Pokémon. Würde damit Jubeldorf definitiv für ihre Gastunfreundlichkeit niederreißen. Also ich würde da einmarschieren und würde Terror verbreiten, wahrscheinlich in Jubeldorf, wenn die nicht nett zu mir wären. Das würde ich tun. Ich wäre der beste Bösewicht, den die Pokémon-Spiele je gesehen haben.
Kommandantin Celeste ist, ja, doch, Celeste ist, Hildegard ist hier. Verstanden, tretet ein. Na, dann schauen wir mal. Die gucken aber böse. Naja, gut. Sie jetzt auch nicht nett. Kommen wir gleich zur Sache. Ausziehen, bitte. Nein. Nein, nein, nein. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Staralili und ein Shinux fangen. Drei Pokémon auf einmal? Das ist bisher noch niemandem gelungen. Ja, Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade. Vier Sachen auf einmal. Eigentlich sollten es nur drei sein. Spiel, Spannung und Schokolade? Ja. Das waren die drei Sachen, glaube ich. Spaß war nicht dabei. Spaß gibt's bei Ü-Eiern nicht. Hat sie nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Lavenne erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für sie sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Oh, nett. Die Tasche passt überhaupt nicht zu deiner eigenartigen Kleidung. Finde ich auch. Kann ich sie bitte wieder ablegen? Nun mach dich auf den Weg. Lumius, hilf ihr, falls es Probleme geben sollte. Jo, easy. Hauptmission, Aufnahme, Prüfung, Wegweiser aktivieren, supi. Missionen überprüfen. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierten Missionen anzusehen. Hauptmissionen musst du abschließen, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Hier entlang, Hildegard. Jetzt bin ich an der Reihe. Kommen wir gleich zur Sache. Hallo ihr beiden, guten Morgen erstmal. Professor Lavenne, was ist denn los? Hildegard muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und, naja, damit sie hier überlebt. Aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache, der Pokédex wird vollständig. Deswegen will ich ihr als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Also, Arme hoch. Ich meine, bitte sehr. Und dann, Hildegard, such dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Ganz ehrlich, ich bin immer für den Feuerstarter. Immer, wirklich, so ziemlich immer. Würde hier aber ausnahmsweise, glaube ich, mal Bautz nehmen, denn ich kann mir ganz locker ein Feuerriegel rübertauschen. Nein, ich nehm doch trotzdem Feuerriegel. Es muss einfach Feuerriegel sein. Feuerriegel ist so süß. Möchtest du es zu deinem Partner machen? Ja, will ich. Ich kann mir auch die anderen rübertauschen, wenn ich will. Also, geht ganz schnell. Feuerriegel, Feu! Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Feuerriegel befindet. Feuerriegel erhalten. Yay. Supi. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Bautz. Was weiß ich. Ottata. Ich habe doch keine Ahnung, wie die klingen. Also, die anderen beiden Pokémon scheinen Feuerriegel anzufeuern. Oder wollen sie dich vielleicht auch begleiten? Ja, da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Hildegard vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Bautz.
Tata. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? Ah, ich sehe. Ja, verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Und wir haben 20 Pokebälle bekommen. Das heißt, wir müssten ja, wenn wir jetzt 4 bei dem Dings da verschwendet haben, beziehungsweise 54, aber insgesamt 60 bekommen haben, müssten wir bei 26 Pokebällen sein. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es wird Zeit. Zum Obsidian-Grasland geht es durch das Tor links vom Hauptsitz. Okay, so, wir haben 20 Pokebälle. Und ich weiß warum. Die 50 vom Anfang, die werden sowieso nicht gewertet. Also ob du da jetzt 50 oder 10 oder was weiß ich übrig hast, es ist völlig egal. Du kriegst am Ende nur diese 20 Pokebälle. Alle anderen, die dir Lavenne gegeben hat, werden einfach wieder abgezogen. Und ich würde sagen, das ist ein super Zeitpunkt, um unser mittlerweile schon ein stundenlanges Video... Ja, das ist ein super Zeitpunkt, um dieses Video hier zu beenden. Und zu sagen, wir speichern jetzt noch. Zack. Und ja. Dann sehen wir uns bei dem Stream am Freitag, den 28.01. um 18 Uhr. Ja. Genau. Das wäre das von meiner Seite und ich hoffe, euch dort begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr seid dann bis dahin auch schon so weit wie ich, damit wir gemeinsam, oder also die Leute, die das Spiel dann schon haben, damit man gemeinsam vielleicht so ein bisschen durch die Weiten des Obsidian-Graslands kann, also sich durchwurscheln kann sozusagen. Und mal schauen kann, was erwartet uns da noch. Gegebenenfalls, wie weit kommt man denn so in dem Stream? Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf. Von dem, was ich bisher gespielt habe, mag ich das Spiel wirklich sehr. Kann aber verstehen, dass es Kritik dran gibt. Trotzdem, für mich ist das voll das Spiel. Dementsprechend, ich hoffe, wir sehen uns dann. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Rest vom Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.